So, willkommen zurück zur nächsten Folge Ultraman. Monty ist wieder da, der hatte wohl Ruderprobleme und Warteschlange auch. Ja, die Server sind nach wie vor extremst überlaufen, vor allem am Sonntag. Ja, der nächste Boss kommt jetzt dementsprechend hier in den Hauptstein rein. Dann kommt hier die junge Dame aus der Tür raus und dann machen wir einmal weiter in Ultraman. Ja, es, wie gesagt, es läuft ja alles gut, aber es ist ein bisschen chaosmäßig. Aber gut, irgendwie war es wirklich zu erwarten. So, dann, ja, Livia ist gerade, WB, ist gerade auf Toilette. Dann können wir den Prügel hier einführen. Ja, bitte mal einführen. Hey ho, let's go. So, die gute Dame kommt hier rausgeschossen. Wir haben jetzt bereits den ganzen Trash erledigt nebenrum. Relativ easy going tatsächlich, das Ganze. Ich bin mal gespannt, hoffentlich droppt ein schönes Item. Das müsste Erik die Flinke, ist das die? Kopf wäre geil, Platte. Vor allem, wir können jetzt mit Level 40 Platte tragen. Bisschen Indiana Jones-like, wobei ein bisschen ist bisschen untertrieben. Ironia. Niemand stiehlt die Geheimnisse. Schwerrüstung, sonst Blödsinn. Hallo. Hi, junge Dame. Einmal ausgewichen, wunderhübsch. Da bin ich ja mal gespannt. Okay, immun gegen Blutungseffekte. Gut, ist eine Statue. Was will die großartig bluten, außer vielleicht irgendwie Kies. Gucken wir mal. So, einmal das hier, einmal das hier, einmal heldenhafter Stoß. Rüstungsreisen ist drauf. Da, Rache raus. Wenn Rache da ist, heldenhafter Stoß, wenn heldenhafter Stoß funktioniert. Ich krieg hier null Schaden rein. Ja gut, ja, okay, 200, 200. Boah, Livia. Wieso macht ein Schattenpriester? Das sind ja Akromaschinen. Das gibt's ja nicht. Wie kann man so viel Akro machen? Ich meine, selbst den 49er und der 50er. Bei denen geht's. Schwere Rüstung. 165, 7 Beweglichkeit, 7 zur Ausdauer. Bedarf. Sehr schön. Die schwere Rüstung können wir unser scharlachrotes Set gleich wieder einstauben lassen. Beziehungsweise Verteidigung plus 1 fällt weg. So, haben wir, genau, das haben wir einmal erledigt. Das ist auch eine Quest, die wir haben. Erforschung der, der geheimen Kammer. Quest tatsächlich nur noch Kraftstein momentan übrig. Die aus, die tatsächlich vor der Instanz gemacht werden muss, glaube ich. Also wir kriegen die, glaube ich, gar nicht hier fertig. Die muss auch vor der Inni gemacht werden. Was? Zapzarapere? Was? Wieder einmal hier spammen. Oh, hier wäre es tatsächlich, glaube ich, angebracht, wenn ich Donnerknall benutze. Bei den Massen soll ich tatsächlich umswitchen und Donnerknall nehmen. So, eigenartiges Fleisch. Nichts, nichts, nichts. So, nächster. Ich glaube, an mir liegt es tatsächlich, dass wir ein bisschen, bisschen tempoarm arm unterwegs sind. Ich muss tatsächlich, glaube ich, ein bisschen aufs Tempo drücken. Na, nicht ausweichen. Und auch nicht parieren, bitte. So, hier. Da. Ausgewichen, pariert, ausgewichen, pariert. Mein Leben, Warten. Ausgewichen, pariert, widerstanden. Immun. Dann haben wir, glaube ich, alles verfehlt. Oh, dann haben wir alles durch, glaube ich. Okay, Mithrilablagerung. Können wir abbauen. Ich glaube, wir gehen jetzt erstmal nach hier hinten tatsächlich. Das sind normale, das ist kein Schwarm. So, hier einmal. Hey ho. Hey ho, let's go. Guck mal hier, der nächste. So, nächster, nächster, nächster. Damit wir ja mal ein bisschen Schwung reinkriegen in die ganze Bude. So, wir gehen jetzt, glaube ich, dann erstmal nach da tatsächlich, also nach da hinten. Haben die gerade auf der Karte markiert? Ich glaube ja. Keine Panik, ich gehe gleich wieder zurück. So, Schlachtruf einmal raus. Erfahrungspunkte technisch hält sich hier aber echt in Grenzen, muss ich sagen. So, einmal hier weiter. Ah, kommt die Fledermaus bis hochgeflogen? Ja, kommt sie. Hier, nächster, nächster.
Oh, mit Schweigen. Da muss man tatsächlich ein bisschen aufpassen. Allerdings nur, wenn es tatsächlich mehrere Gegner werden. Also noch viel, viel mehr Gegner werden. Sonst ist es relativ egal. So, nächster. Dann einmal hier hinten lang. Ich hoffe, wir sind hier richtig. Ah, guck mal hier. Obsidian Schildwache. Das müsste ein, ist ein kleiner Nebenboss auf jeden Fall. So, hier würde ich tatsächlich einmal reingehen. Geologe. Was haben wir hier? Schattenschmied. Mana-technisch sieht es eigentlich ganz gut aus. Einmal rein ins Gemüse. Nicht auf den. Da habe ich noch nichts drauf gecastet. Auf den auch nicht. Ah, immer diese... Bei 3 wird es echt schwierig. Sie irgendwie an mich zu binden. Widerstanden, selbstverständlich. Da müssen wir an sich nicht rein. Ist nur Hintereingang für die Mage-Quest. Ist das nicht ein Miniboss? Das ist doch ein Miniboss, oder? Der hier, der große Obsidian-Heini. Nur für Mage-Quest. Ach so. Er droppt nichts. Na dann, dann gehen wir wieder. Okay, dann da lang. Oder wo lang? Was ist das? Der ist woanders. Ah, okay, dann ist es... Ach nee, der ist weiter hinten. Warte jetzt! Okay, die haben den falschen. Ja, das ist eine andere Obsidian-Heini, tatsächlich. Also so gut kenne ich mich nicht aus, muss ich tatsächlich. In Uldaman war ich früher auch mit, wirklich zu den Klassik-Zeiten, also vor 15 Jahren. Ich habe ja Klassik durchaus gespielt. Uldaman war allerdings so eine Instanz, die habe ich komplett ausgelassen damals. Tatsächlich. Die habe ich nie, besucht. Die ging komplett an mir vorbei, komischerweise. Dabei ist es eigentlich eine ganz coole Instanz. Allerdings auch, wie man sieht, extremst verwinkelt mit den ganzen Gängen und allen drum und dran. Also man kann sich da schon ordentlich verfransen. In der Innie. Kommen die oder warten die auf schon das Wetter? Meine Freunde! Kommen sie ran, kommen sie ran! Ich glaube. Schattenriesen hat auch ein Talent auf Charaktere oder auf Mods zu gehen, die ich nicht angetankt habe. Kann das sein? Der Akku ist ja echt. Die Akku ist ja echt der Wahnsinn. Ach cool. Ah, bei Stille funktioniert Spott nicht. Interessant. Wusste ich ehrlich gesagt nicht. Aber okay. Ah, guck mal hier, ein kleines Messerchen. Das bringt uns leider rein gar nichts. Solche bringen uns nichts. Okay, dann gehen wir einmal hier weiter. Guck mal, hier haben wir allerdings. Vorkommen. Unmöglich zu tanken. Unser... Entweder das wurde gerade echt... Sorry. Mein Bock, hab getippt. Neue Tastatur. Alles gut, ich lieg gerne. Ja komm, was ist denn hier? Irgendwie habt ihr gerade alle die Lust verloren am Spielen oder? Ja, danke. Monty ist schon wieder weg. Der hat tatsächlich Ruderprobleme, so wie es aussieht. Zapzarab, ja gut, ich, ja, habe ich es auf dem Gewissen wahrscheinlich schon. Das ist mir sehr peinlich. Ja, wobei, eigentlich nicht. Oh, mein Inventar ist bald voll, wenn es so weitergeht. Müssen wir mal gucken. Oh, tatsächlich mit Donnerknall. Ich habe keine Chance, wenn AE rausgeknallt wird. Egal, ob mit Donnerknall oder ohne Donnerknall. Weil ich halt einfach, die Verteidigungsteilung gibt mir eben den Akro-Vorsprung.
den ich brauche, beziehungsweise durch Schutz hier trotz beispielsweise 15% mehr Aggro und so weiter, die ich brauche ich einfach. Oh, jetzt kommen hier langsam die Level 43er, da wird es langsam schwierig für mich zu tanken, dann wird sowieso nichts mehr. Dann bräuchten wir tatsächlich Monty mit Level 49, der ein bisschen was ausrichtet. Sonst haben wir gar keine Chance mehr. So, einmal durchbuffen, sehr schön. Oh, 18 noch 16 schon. Aber wir haben schon mal, also ich muss sagen, die Handgelenke sind tatsächlich um einiges besser als die, wo wir hatten. Jups, seine Router spinnt. Und Warteschlange ist auch. Okay, wo müssen wir denn lang? Hier hinten lang? Top, läuft. Müssen wir... Doch, wir müssen... Doch, hier lang müssen wir. Macht... Level 44er. Yeah, yeah, holla die Waldfee. Jetzt beginnt es wieder stehen. Level 44 ist gerade noch so drin, Level 45 nicht mehr. Es braunes Level ist tatsächlich schwer, weil ich dauerhaft verfehle einfach. Geht aber gerade. Im Moment geht's gerade sogar noch. Hier müsste dann gleich ein Ad noch kommen. Hau den bitte um. Danke. Zieh mal ein bisschen vor auch. Den guten. So, jetzt bräuchte ich allerdings. Yo, jetzt bräuchte ich Mut. Monty ist wieder da. Oder Montilli. Sorry. Ich sag Monty. So, nächsten. So, ein Stück Brötchen. Ganz ehrlich. Weg damit. So, Archäologe Schiebpull. Würde tatsächlich auf Schiebpull gehen. Okay, jetzt wird's spaßig. Ein bitte noch schieben, egal wen. Zum Beispiel. Das hat nichts gebracht. Ich habe Ablenkzeit. Widerstanden. Ja, das ist das Problem mit Level 44er. Jetzt hat es den Priester zerlegt. Das läuft nicht gut hier. So, er ist weg. Ja, jetzt kann ich zwar beide einen gewinnen, aber wir haben gerade keine Heilung mehr. Und ich bin in Waffen dann auch noch. 1A. So läuft's. Das Problem ist, dass die halt wirklich dauerhaft ausweichen. Einmal, zweimal. Sonst, die machen eigentlich echt wenig Schaden. Haut ruhig drauf. Nicht auf ihn hier, auf ihn! Muss ich tatsächlich Fokus Target auswählen? Doch bitte nicht. Ah, verfehlt, pariert, verfehlt, pariert, verfehlt, pariert, ausgewichen. Oh, ausgewichen war was anderes. Pariert. So, einmal das hier noch. Schildwall würde ich ungern zünden. Ah, guck mal hier. Montilli ist wieder da. Ich entschuldige mich mal. Also, ich reiß mich nicht ums Tanken. Ich würde auch Damage machen. Das ist eigentlich die Kernaussage meines Textes. Ich werde es allerdings probieren. Ah, guck mal, wir können übrigens... Ah, komm, Rüstungstrank geht auf jeden Fall. Heiltrank habe ich notfalls auch. Oh, der Endboss ist nur Level 45.
Ich glaube nur der Endboss. Echt? Dachte 45. Ich dachte 45. Oder war es 45? Ich glaube. Die sind auf was jetzt? 446? Das glaube ich nicht. Endboss ist 47. Ah, okay. So, ich probiere natürlich mein Bestes, aber gut, es ist halt tatsächlich so. Und macht Aua. Na klar macht der Aua. Vor allem hat er jede Menge Ex. Ja, mir guckt Jens einfach. Wenn nicht, dann soll er jemand anders tanken. Er war stets bemüht, ist mein Leitspruch und wir kriegen schon irgendwie hoffentlich gebacken. So, müssen wir mal gucken. Schäfelein. Ich kann da nicht hin, wenn ich da hingehe, sind die gepult. Oh, ich pull den mit 45. Wenn ich da rangehe, sind sie gepult. Guck mal, hier hinten ist eine Kiste, aber damit kann man nichts anfangen. So, ich würde sagen, den hier schieben. Den hier fokussen und den erstmal ignorieren. Ah, guck mal hier, oh, hier kriege ich tatsächlich die Kraftkerne. Kriegt man von denen, allerdings kriegt man die besser vor der Ini tatsächlich. Jetzt wird's spannend. So, Mana ist voll, soweit. Ja, ich probier's mal. Hallo. Tötet sie. Okay. Den kriege ich eh nicht gepult. Vielleicht kriege ich ihn hier wenigstens ein bisschen angetankt. So ein bisschen. Ja, etwas. Nach Möglichkeit keine AE. Oh, der haut ordentlich zu auf jeden Fall. Ah, guck mal. Ich habe aber nichts zum Unterbrechen leider da. Okay, das Schieb ist raus. Wurde nachgeschiebt, sehr schön. Widerstanden hat er leider. Ja, Level 45. Das sieht man, da hört es dann leider beim Tanken auf. Ich kann nur mit Sport kann ich ein bisschen was machen. Aber dann irgendwann ist die Akku einfach weg. So. Stufe 42. Gewehr, eine Chance, um eine Distanz. Ja, ich könnte es verwenden. Haben wir irgendjemand dabei, der es verwenden kann? Druide, Priester, Priester, Magier. Wenn es keiner will, würde ich es nehmen. Ich glaube, es kann keiner damit was anfangen. Hat er irgendwas? Nimm ruhig. Okay, ich glaube, hier ist dann der nächste tatsächlich. Verfehlt, macht aber nichts, er kommt trotzdem ran. Ah. Mit Luderschild, gönn dir. Haben wir schon zwei Items gekriegt. Das hat sich trotzdem, die Instanz hat sich trotzdem für mich gelohnt. Gut, das Schießeisen können wir erst mit Level 42 benutzen und ich brauche es tatsächlich nur zum Pullen. Deswegen ist es, wenn es irgendeiner auch, ich brauche es nicht. Ich brauche es eigentlich wirklich nicht, es ist tatsächlich nur zum Pullen da. Für was anderes werde ich es nicht, gebrauchen können. So, eigentlich könnten wir tatsächlich aber mehr pullen, da wir tatsächlich Level 50 und 49 dabei haben. Allerdings, ich genieße es trotzdem mal mit Vorsicht. Oh, guck mal hier, Echtsilberablagerung. Können wir nach wie vor leider nichts mit anfangen. Hallo. Hallo, ihr niedlichen. Komm nicht. Ja, okay. Nee, hat sich leider erledigt. Hat. Ja, nicht auf beide unterschiedlich. Ich kann die nicht spotten.
Das Problem ist, mein Spot wird halt widerstanden. No, ich kann mich auf ein kann ich halten, tatsächlich. Zwei wird zu, zwei geht nicht. Dann müssen Rüstungszerreißen drauf machen. Ich komme aber nicht mal mehr zum Schlachtruf, Carsten. Im Moment. Echt Silberablagerung. Können wir leider auch noch nichts mit anfangen. So, können wir... Kommen wir an denen vorbei? Ich glaube, ja. Guck mal, du könntest mal den hier auf jeden Fall schieben. Huch. Ich organisiere mir hier mal einen raus auf jeden Fall. Ihn hier eigentlich auch. Na, jetzt lohnt es wenigstens mal. So, da, 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 da. Bleibst du da? Ja, die müssten, wenn, dann auf den gleichen immer gehen. Nach Möglichkeit. Ja, ja, jetzt habe ich. Ich sollte tatsächlich, glaube ich, Totenkopf vergeben. So, der nächste. Wer will noch nicht, wer hat noch mal? Boah, es macht es halt echt anstrengend. Also der Klosterrun mit der Gruppe, die unterstufig, also die unter mir waren, wo ich der Höchststufige war, das war echt easy going. Also es ist echt anstrengend. Nicht da. Ja, er kann da hinrennen, ich nicht. Okay, guck mal, Loot. Komm hier irgendwie, komme ich da durch? Nö. Okay, geht aber. Gut, die nächsten. Den hier bitte schieben, den Rest pullen. Okay, hier nochmal Eisenvorkommen. Oh, echt? Eisenvorkommen, das können wir allerdings abbauen. Ah, hier wird tatsächlich. Hey ho, let's go. Ja, alles widerstanden. Ah, es ist doch noch ein Totenkopf da. Ich kann auch gerne mit Totenkopf markieren. Ich habe aber gedacht, wir brauchen es nicht. So, zweimal. Ich kümmere mich nur noch um einen. Das hat Sinn. Um zwei brauche ich mich nicht kümmern. Abgesehen davon, dass Livia wirklich... Alter Verwalter. Das sind nur zwei Level Unterschied, aber da ist echt Akku halten, ist da... Ist ein Kampf. Und es ist tatsächlich zu empfehlen mit Level 42, beziehungsweise, ja doch, Level 42, dass ich hier reingehe vorher. Tatsächlich das nächste Mal nicht wieder. Sonst ist das Akku halt echt nicht machbar. So, sind wir hier soweit durch? Jo. Wollen wir beide? Also wir können auch gerne den und ich kann auch gerne hier markieren euch. So, wenn Spotten funktioniert und wenn Rüstungszerreißen funktioniert, dann geht's eigentlich. So, zweimal. Oh, Rache ist ab. Alles durchgekommen bis jetzt. Geht er nicht? Ah! Klappt. Da, 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 da. Hm, da kommt noch einer. Widerstanden. Okay, er nimmt ihn. Konzentriere ich mich hier drauf. Na. Okay. Ja, auch widerstanden. Okay, kann ich nichts machen. Schade. Es ist echt nervig. Also ich... Darum wäre ich jetzt ab der Stelle tatsächlich lieber als Damage-Dealer mitgegangen. Aber okay, kann man nichts machen. So, Level 43, 44 und den eigentlich völlig wurscht. Ich glaube, das mit dem Markieren ist tatsächlich sogar sinnvoll. Level 42. Gewährt eine Chance, euer Distanzziel mit einem Feuerschlag zu treffen und 12 bis 18 Feuerschaden zuzufügen. Coole Waffe an und für sich. Ich kann sie aber, ich kann sie wirklich nur zum Pullen benutzen.
Was eigentlich für die Waffe schade ist. So, hier hinten ist dann schon der nächste Boss. Hat funktioniert. Sehr schön. Ja, das hat gerade nochmal so hingehauen. Und Feuer frei. Boah, trotz dreimal Rüstung zu reißen. Okay. Schade, kam dreimal durch. Okay, der nächste Boss. Ich glaube, der hat noch ein Add. Und es hier fokussen und ihn schieben und er als 2 tatsächlich. Ah, guck mal. Boah, was soll ich? Ich versuche mir mal den Boss zu schnappen, solange bis die Ads tot sind. So, wenn alle ready sind. Ready? Hey ho, let's go. Was soll's, wir leben nur einmal. Schildblock, ja. Ich brauch Aggro. Einmal nachschieben nach Möglichkeit. So, 5. Da habe ich die Akku, da habe ich die Akku von dem einen, muss er leider halten. Die sollten unbedingt, ja genau, unbedingt schieben. So, der ist hin. Au. Boah, ich krieg... Yay. Ich krieg hier einfach keine Wut zusammen. Ja, hat keinen Sinn. Kannst mal mit den Waffen und probieren, aber nee, wird alles pariert. Hat mal keine Chance. Tank in Flug, bitte. Ja, das wäre auch gut. Stärke verringern. Sehr schön. Okay, ich sollte ihn haben. Hoffe ich. Ich stecke Gott sei Dank tatsächlich wenig Schaden ein, obwohl es Level 45er sind. Ich treffe nur nicht. Ich kriege aber tatsächlich, es geht vom Schaden her, was ich einstecke. Intelligenz, Ausdauer, Willenskraft. Nichts für mich. Gut, ich kann nicht jedes Item bekommen. Ah, guck mal, hier haben wir, meine Taschen sind voll. Eisenvorkommen. Das würde ich tatsächlich mitnehmen wollen. Möchtest du? Ich nicht. So, den hier schmeiß mal raus. Ich brauche ihn nicht. Das ist kein Item, was irgendwie für mich wäre. Guck mal, das Fleisch hier können wir rausschmeißen. Nimm. Nimm ruhig. Was können wir noch rausschmeißen? Ah, guck mal, hier süßer Nektar, der bringt auch nichts, wenn man den verkauft. Okay, wo müssen wir jetzt als nächstes hin? Tatsächlich hier durch. Können wir nicht hier außen rum? Kann man nicht hier an der Seite entlang? Nee, das geht doch hier, kann man doch entlang. Ich glaube, wir können hier entlang und dann hier hinten rum. Auf jeden Fall. Da sparen wir uns doch ein bisschen was, oder? Oh, das war nicht gut. Nehmen wir mal ihn hier. Ah, es ist echt scheiße. Nicht der hübscheste Lappen unter der Sonne, aber sehr nett. Hier läuft falsch. Muss man nicht hier lang? Man kann doch hier...
Man kann doch hier durch, oder? Man kann doch da durch. Man kann doch da durch. Das ist der gleiche Weg. Nur, dass man sich den Mist hier spart. Oder ist es nicht der gleiche Weg? Kann höchstens sein, dass es eine unterschiedliche Ebene ist. Den hier und den hier. Hey ho, go. Na toll, das hat ja super funktioniert. Level 43, Level 43 ist tatsächlich halt nur ein Level, was mich hiervon trennt. Aber das eine Level ist leider schon zu viel, tatsächlich. Komme ich da hoch? Wahrscheinlich nicht. Eher nicht, aber die können ihn so lange im Stun halten, damit er gar nicht vorkommt. Okay, der nächste. Hallo. Ja, hier ist halt tanken echt schwierig. Ach ja. Habe ich erzählt, dass es eine Schnapsidee ist, mit Level 40 in, nach Uldaman zu gehen? Ja, ist es. Selbst mit Level 41 wäre es tatsächlich, wäre es scheiße gewesen. Ich wollte ja mit Level 41 mir tatsächlich eine Gruppe suchen, nach Uldaman gehen. Selbst das wäre kacke gewesen. Ja, wir hätten uns den Mist hier, hätten wir uns sparen können. Das war der gleiche, das war exakt der gleiche Weg, meine Freunde. Ja, der Fürst. Und der, keine Ahnung, Second. Wollen die mal einmal durchbuffen? Mana wäre ganz gut. Oh Mann. Es läuft ziemlich gut. Ja, es läuft eigentlich, läuft's gut, nur für mich läuft's scheiße. Wenn wir es ganz genau nehmen. Allerdings, wir haben viele Quests erledigt. Das muss man dazu sagen. So, hey ho, let's go. Hi. Fisch. Widerstanden. 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 Oh, ich kann. Ich sollte vielleicht stunnen. Ah, auch ausgewichen. Next. Da, Level 49 haut ihn allein platt. Gut, ist nicht zu verurteilen. Also, mit Level 49 ist man hier tatsächlich nicht so schlimm. Aber so kommen wir halt auch vorwärts. So, den hier. Ich hab die Akku. Ich bin so stolz auf mich. Komm mal her. Sehr schön. Mit Gegenzauber. Ich könnte auch einen raushauen. Das Problem ist, das wird widerstanden werden. Weil Schildhieb ist so eine, ist so etwas, was tatsächlich widerstanden wird. Du musst auch an deinem Po? Stand ich im Feuer? Nee, oder? Glaube nicht. Hallo. So, nächster geht. Ah, hier, Raufer Level 45. Da hört's jetzt auf. Okay, Level 45, da hört es tatsächlich jetzt auf. Okay, jetzt wird es richtig schwierig. Ja, vor allem, man sieht es auch schon, wenn ich jetzt hier treffe, achte mal auf den Schaden, den ich mache, wenn ich treffe. Mit meiner Waffe, wenn ich treffe, wie gesagt. Der ist nicht existent. Also ich mache, na gut, 25. Da kommt eine Patt. Ja. Ja, komm. Nimm ihn, ich kann eh nichts tun. Krieg die Aggro gar nicht. Jetzt habe ich sie aber nur, weil Sport funktioniert. Oh, aus Feuer raus. Niemals im Lagerfeuer stehen. Regel Nummer 1 beim Camping. Ah. Es wäre lustig, wenn sie so. Das stimmt allerdings.
Also die Zap-Zap macht so gut wie keinerlei Aggro. Shadow ist immer schlimm. Ja, aber sowas von. Also Schattenpriester ist echt der Wahnsinn. Das geht auch nicht, Queste. Ja, das ist echt krass. Hey, oh, let's go. Wo ist denn Zap-Zarab? Da. Los. Müssen wir uns zumindest nicht mit beiden rumärgern. Wobei, zwei gehen, haben wir ja gemerkt. Zwei funktionieren ohne Probleme. Monte holt sich dementsprechend ein. Ich kann, einen an mir binden, wenn nicht irgendeiner drauf rumhaut, wie blöde. Dann geht's tatsächlich. Ich kann doch mal spotten, das war's schon. Hallo. Meiner. Wenn alles durchkommt, also wenn Rüstungsreisen durchkommt, tatsächlich habe ich die Akku. Aber nur wenn es durchkommt. Das ist halt das Glücksspiel. Gut, aber es, ganz ehrlich, es bringt es auch nicht, wenn ich mich noch 20 Stunden drüber aufrege. Wir werden nochmal die Folge, es werden wohl leider tatsächlich drei Folgen werden. Wir werden nochmal eine Folgen-Break machen müssen, zwangsweise. Mir wird gar nichts anderes übrig bleiben. Wir sind jetzt bei 36 Minuten, fast 37 Minuten. Ich muss nochmal einen kleinen Break machen. Wir sehen uns dann in der nächsten Folge wieder, dann nochmal Uldaman. Ich verspreche, dass der nächste Uldaman ran geordnet abgehen wird, wenn ich Level 42 bin, auf jeden Fall. Vielen herzlichen Dank trotzdem fürs Zusehen. Bis zur nächsten Folge. Macht's gut.